Willkommen zurück zu unserem peinlichen Spielleiter. Wir sind weitergegangen. Wir sind jetzt gleich in der Küche und kämpfen gegen Ornithopter. Und noch mehr Tin-Golems. Oh. Encounter! These crude flying machines are ungracious hosts and do not welcome you here. Okay. Wow. Wir sind ja vorhin mit den zwei schon nicht fertig geworden. Wie soll man denn jetzt mit zwei und noch zwei anderen Sachen fertig werden? Okay, gut. Wir haben immerhin einen Weak Block. Und... Penetrating Sap. Long Spark. Was kann der Long Spark? Hard to block one. Electricity is fickle. Eigentlich nicht wirklich was, außer dass er eben ein Long Spark ist. Was machen wir? Einen von den Ornithoptern. Wie ist das mit dem Step? Kommen wir dorthin? Nö, leider nicht. Wir könnten... So. Was kann das? Wasser, Target Discard, der oldest Armor Card. Was? Ah, wir blocken es. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Jetzt machen wir noch sowas. Oh, okay. Ja, kann er sich nochmal bewegen? Na sowas. Wie ist das mit dir? Penetrating Sap. Au, hörst du auf mich zu hauen? Gibt's das? Aber ganz gut, weil jetzt kann man einen Drain Touch machen. Hey, das war gar nicht nett. So. Wir bewegen uns mal da hier. Nicht in eine Ecke stellen. Nicht in eine Ecke stellen. Ecken sind nicht gut. Und du gehst mal da her. Unser Zwerg ist irgendwie alleingelassen zwischen den Dingern. Buster shoots a cone of flames. Okay. Burning one, duration two. Oh! Na hey, lässt du das, du ekeliges Ding? Mal ein simples Try. So, wir kommen tatsächlich bis hierher. So, du machst einen Drain-Touch. Und heilst dich damit. Das ist ganz gut. Telekinesis kann, glaube ich, unseren Zwerg rüberbringen dort. Und so. Da hier. So, dann machen wir mal diesen Golem da hinten tot. Wenn irgendwie geht.
Und du hast ein Touch. Setmatch. So, außerdem. Wie ist das hier? Her? So, wie viel hat denn der normalerweise? 17 und sie hat normalerweise 9. Das heißt, das Minor Healing, das 2 healt, werden wir jetzt nicht machen. Stattdessen machen wir einen Round. Wir werden den Run entsorgen und den Run entsorgen, weil einen Run kriegen wir eh. So viel bewegen müssen wir uns da hoffentlich nicht. Okay. Ja, jetzt stehen wir natürlich blöd da mit ihr, ist eh klar. Genau, was ich als nächstes machen soll. Der macht nur 3 Schaden, das ist dumm. Das war jetzt interessant. Na gut, wir machen einen Minor Heal auf den Au! Ist das arg? Und du legst dich. Warte mal, das Simple Bash geht nur ein Feld. Hey, müsste sich der nicht nach weg bewegen dann? Wenn ich dann einen Simple Bash mache? Na hey, hörst du auf meinen armen Zwerg zu schlagen, Kerl? Irgendwie habe ich Glück, wir haben dieses Mal kein einziges Armor oder so gefunden. Der hat noch 12, sie hat noch 8, der hat noch 11. Naja, viel ist das nicht. Na gut, machen wir das. Aber der andere hat auch getroffen. Naja, immerhin. Ein Weak Strike bringt 2 Schaden. Ein Bash macht 5 Schaden. Ein Sap 4 Schaden. Das heißt, sie ist jetzt die, die viel Schaden macht in dieser Runde. Das heißt, auf sie ein Righteous Frenzy zu zaubern wäre klug. Aber zuerst zaubern wir ein Dings auf. So, dann machen wir ein Frenzy auf meine Freundin. Und dann legt sie sich da. Hörst du auf, meinen armen kleinen Dings zu schlagen? Das ist ja wohl unglaublich. So, der Sap geht ein Feld weiter. Das heißt, wenn sie den Bash macht, geht er eins zurück, kann nicht mehr die anderen angreifen und wir können den Sap noch nachmachen.
Wahnsinn. Okay. Bewegt sich zu. Ist das so? Okay. Wir passen auch. Was war's? Wenn man den Träger wenig aus hat. Oh no, I'm still holding the tip. She must think I'm a real jerk. Oh Gott. Machen wir uns hier wirklich über Nerds lustig? Ich glaub's einfach nicht. The fight destroys the kitchen and much of its contents. You hope that all this is worth it to the errant wizard. You can now climb to the last level of the tower and secure it from its artificially animated assailants. Okay. Und mehr Loot. Chest. Noch so ein Mirror und ein Haunted Bucket. Was kann ein Haunted Bucket? Boo kann es. Take all. You may only play this card if you are behind the target. Create a dash card in target's hand. Create and attack a fright card. Create and attach a fright card to target. Okay. Prestidigitation. Do nothing. Mandatory action. You must play this card before playing any non-mandatory card. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieser Bucket bringen soll. Er ist nicht sonderlich wertvoll, wenn du mich fragst. Oder wenn ihr mich fragt. Aber gut soll sein. Huh. I wonder what her name is. Could it be something enchanting like Lil Laureate? Oh mein Gott. Na, that's silly. Ich weiß nicht genau, ob diese Leute, die das gemacht haben, jemals D&D gespielt haben. At the tower's apex is Aloysius' master laboratory. The walls are lined with shelves of herbs, unguents and potions. This room is guarded by an enormous bronze golem. This mechanical monstrosity represents a threat to magic, living creatures and the Cardantrian way of life. Cardantrian. Oh Gott. It must be smashed to pieces. Na, schauen wir mal. Es ist nur einer. Encounter! Oh, er hat mehr Lebensenergie als alle von uns. Putz, klank, wrrr. Heavy the Armored Bronze Golem. Clanks into action. Es ist ja nur einer. So, Evil Bludgeon. 5 Schaden, bist du wahnsinnig. Und 4 Schaden. Long Spark, Minor Heal. Flaring Touch, Simple. Machen wir mal den Long Spark. Na bitte. Jetzt wissen wir wenigstens gleich, was er hat. Nämlich eine Ficking Mail. Armor 4. Bist du wahnsinnig? Da geht ja gar nichts. So, warte mal. Fickend Mehl. Wie können wir denn diebisch kämpfen in irgendeiner Weise? Does damage increase its damage by 4 if the affected character has a form card attached? Ouch. Oh, Penetrating Sap klingt gut. Scheint so, als würde das auch gut gehen. Oh, okay.
Ah, hier sicherheitshalber. Vielleicht haben wir ja. Wenn wir dem jetzt davor gehen, werden wir sicher angegriffen von ihm. Flailing Bronze Fist. Choose up to two different targets. Au! Au! Okay, wir machen einen Minor Hit. Au! Und noch einmal. Das ist aber gar nicht nett. Verdammt. Würfel das schlecht. Au. Ja. Hat er jetzt gut gewürfelt. So, jetzt gehst du mal davor. Ja. Machst mal einen Sixth Strike. Ja. Ach, ich sehe gerade, da muss er relativ hoch würfeln, dass die Armor funktioniert. Ja. Ja. So, du gehst mal da. Ja. Wenn er wieder so einen Doppelangriff hat, ist es besser, wenn nicht zwei neben ihm stehen. Mhm. Okay, machen wir Ende der Runde. Au. Bist du wahnsinnig? Ein Draining Tower. Sogar schon zwei von diesen Dingern. Das gefällt mir aber gar nicht. Mhm. Was kann das? Controlled Overswing. Das macht 10 Schaden. Bist du wahnsinnig? Na, dann gehen wir doch gerade mal hier hin. Machen wir mal den Controlled Overswing. Im Normalfall sollte das das Ende von diesem Golem sein. Aber ja. Victory! Boom! With your final blow, the Golem explodes in a shower of cogs and gears. The final battle destroys the laboratory completely. Both Aloiso, the wizard, and the local authorities are grateful for the player's successful efforts. With a sigh, Aloiso swears a solemn oath, never to dabble in the dark arts of technology again. He rewards you with what he can salvage from his ruined lab and pledges to assist you in your further adventures whenever he can. Na bitte. Einen Haufen Zeug gekriegt. Bulky Club, Hot Crystal, Burning Fingers, Big Zap, Hidebound Boots. Tickle. Okay, das können wir verkaufen. Gold-Streaked Nuggets. Na, schau an. Haben wir irgendeinen gesteigert im Level? Nö, noch immer Level 2. Walk, walk und hide. Nicht so schlecht, wenn man mehrere Walks hat. So, Hot Crystal. Uncommon Arcane Item. Big Zap, Burning Fingers. Ist ein Cone. Burning 1, Duration 2. Das ist wirklich gar nicht einmal so schlecht. Statt der Telekinese, obwohl die Telekinese ist nicht so schlecht eigentlich. Ja, aber man muss halt Dings so, man muss sich halt um unterschiedliche Dinge kümmern.
Na gut. Machen wir das Ende. Renown up. Wow! Yes, your renown went up. Na schon. More renown means cheaper prices in the shops. Das ist gut. Increase your renown by completing more adventures. Das versuchen. Woohoo! Chest and barrel is open. It lets you buy more chests if you're feeling lucky. Okay. A rare shop restocks weekly. Huh. Watch out, this shop sells a lot of items that require power tokens. Power requirements look like little beads next to item names. When you mouse over them, you'll get power tokens as you level up. So you probably shouldn't buy anything that needs a token to use yet. Okay. Und das sind diese grünen Dinger da auf der Seite. Mhm. Okay, ich werde mich zurückhalten, diese Dinger zu kaufen. Also, vor allem jetzt. Woohoo! Mhm. Schauen wir mal, was da in dem Chest and Barrel ist. Aber ich würde mal sagen, yay, dass man Geld einsetzen, um Chests zu kriegen. Ah, ja. Genau. Man kann für Geld Pizza Slices kaufen, für die kann man sich Chests kaufen. Ja. Na gut, das Spiel war gratis, also so gesehen brauchen wir uns nicht darüber aufregen. Armory. Schauen wir mal. Wir verkaufen mal die Gold Nuggets. Was? Die haben nur 22 Geld gebracht. Können wir da irgendwas verkaufen? Uh-oh. Nein, noch immer nicht. Wie wär's mit dem Bucket? Den kann man nicht wirklich gebrauchen. Na okay. Ich gehe dazu, es ist nicht wirklich nicht gebrauchbar. Mhm. Weak and flimsy block. Block, parry, unreliable block. You block like a dog, but remember that every dog has its day. Block melee, draw a card. Okay. Lucky Charm, block any free card. Hm, das ist auch nicht schlecht. Dass die Erdung schimmt. Ah, damit kann man einen Bash machen. Hm. Schwer zum Sagen. Dieses Schild. Dann haben wir wenigstens kein Geld mehr. So, meine Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später.